Jo Leute, was geht ab? Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Zürich. Wir sind hier angekommen mit Anton und so. Wir haben mit den Gewinnern das Trikot vorbeigebracht und sind jetzt noch spontan hier in Zürich ein, zwei Tage. Dachten wir uns, machen vielleicht ein paar coole Vlogs und vielleicht ein paar Sachen unternehmen, mal gucken. Wir sind jetzt gerade im Hotel und wollen jetzt gleich in die Stadt. Ich zeige euch mal kurz die Aussicht, Leute. Für die Leute, die noch nie in Zürich waren, ich war auch noch nie in Zürich, wir können das heute gemeinsam erkundigen. Ich werde euch so ein bisschen die Stadt zeigen und so. Ist echt eine schöne Stadt, muss ich sagen. Diese Berge und alles, das ist richtig krass. Das kenne ich, also bin ich gar nicht so gewohnt, so diese, einfach diese Aussicht. Das ist schon krass. Ich glaube, da hinten erkennt man das leider nicht so gut. Nee, tut man noch nicht. Auf jeden Fall ist das die Aussicht vom Hotel. Richtig nice hier auf jeden Fall, finde ich. Ich weiß selber nicht, was uns heute genau erwarten wird, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, Zürich mit euch zu erkundigen. Schon schön hier, Mann. Kann man nicht sagen. Ich zeige euch jetzt gleich die heftigste Aufnahme aller Zeiten, Leute. So, wir sind jetzt angekommen am See. Ich hätte so Bock, dich da reinzuschubsen gerade, Digga. Das wäre so eine heftige Move, ne? Wieso sehe ich so wie so ein Bastard aus heute irgendwie? Leute, hier ist der Ballon d'Oro. Richtig hier krass. In dem Haus. Da geht immer Gras rein und lässt sich immer sorten. Und dort hinten ist das teuerste Hotel in der ganzen Schweiz. Wo welches? Das da, ne? Ich weiß nicht, ob es das ist oder das Gebäude dahinter. Dort wurden die FIFA-Leute verhaftet und ins Gefängnis gebracht und dann halt untersucht. Genau in dem Hotel kam die Polizei, haben sie rausgeholt und dann ins Gefängnis. Wir spielen hier gerade Super Mario, Leute. Das ist ja absolut, glaube ich, bestes Spiel aller Zeiten. Ich musste gerade für 10 Euro alle Welten kaufen, um das Spiel weiterzuspielen. Jetzt habe ich die Fragezeichen wieder nicht eingesammelt. Digga, du lässt einfach alles aus. Ist doch egal. Nein, es tut aber ich rape ihn trotzdem. Bam, siehst du, was für heftige Kombos. Hier, jetzt ist Fragezeichen, was ist drin? Nichts. Nichts. Geil. Ich mach Cass einen Song an, ich sag so, lass den Song. Er sagt so, nein, das ist langweilig. Nein, ich lass den Song. Misha disst Cass Freak, neuer Titel. Also das ist die größte und die älteste, also noch funktionierende Uhr der Welt. Der Blatter wohnt ja auch in Zürich, Leute, und der hat das einzige Haus, was über dem Züricher See steht. Also echt heftig, er ist schon der King. Und man weiß halt auch, dass es sein Haus ist. Was, der hat ein Haus über dem See, oder was? Ja, und das ist das einzige. Was, sehen wir das jetzt gleich? Ich weiß nicht. We on fire! Ja, ja, wo sein Kopf so brennt. Doch, doch, ich weiß, was du meinst. Ja, Ghost Rider. Wir kommen jetzt zur Einkaufsstraße. Das ist einer der teuersten Straßen auf der ganzen Welt. Und hier beginnt jetzt auch diese Straße. In vielen von diesen Banken kannst du auch nur ein Konto eröffnen, wenn du 1 Million auf dem Konto hast. Also die lassen dich davor nicht rein, ja. Krass. Was ist das hier überhaupt für ein Gebäude? Das sieht heftig aus, der Beleuchtung. Ja, Mann. Hier ist alles so herrschaftlich. Richtig, so ein Herrschaftsmodus. Das hier ist der älteste Frühstücksort in ganz Europa, Springli. Die haben hier eigentlich Schokolade, alles Mögliche. Ich würde sagen, wir steppen einfach mal da rein und gucken, was drin so geht, wenn wir da drin überhaupt filmen dürfen. Man sieht hier übrigens auch ganz oft hier in dieser Bahnhofstraße einfach irgendwelche berühmten Leute, die vorbeilaufen. Das ist jetzt so eine schöne Frau gegangen. Ich habe mich absolut verliebt in sie, wenn ich ehrlich bin. Zu viel meine Geschmacksnerven gerade. Diese Gerüche hier alleine, ne? Oh, schau mal, das sind Himbeeren oben. Oh mein Gott. Alter. Cake. Ich würde es eigentlich am liebsten gleich essen, aber es passt schon so. Aber es passt schon so, ich pack's auch. Oh mein Gott, Leute, es ist so krass hier. Es gibt so viele Sachen, ne? Ich muss schauen, dass ich so ein bisschen undercover filme, weil ich nicht weiß, ob man hier filmen darf. Aber das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Das muss ich mit euch teilen hier, was ich hier alles sehe. Holy shit. Man verfüttert mich. Digga, nimm doch. Den sind zu viele Geschmäcker in meinem Mund. Boah. Ich kann es nicht zuordnen. Boah. Die heiße Schokolade ist krass. Gib her, Bruder. Ja? Boah. Man merkt so, das ist so richtig so Luxus-Schokolade, ne? Oh mein Gott. Ich habe noch nie so einen Geschmack von Schokolade irgendwie. Das geht so nicht auf der Zunge, ne? Oh mein Gott, Leute. Also wer hier nicht fett wird, wenn er hier einen Tag verbringt, weiß ich auch nicht.
Okay, jetzt sind wir bei einem richtig heftigen Spot angekommen. Schaut mal, da ist Credit Suisse zum einen und dort ist UBS. Und jetzt gebt euch diesen heftigen Fakt. Das ist hier das Hauptquartier von den zwei Banken. Hier befindet sich die Hälfte vom gesamten Geld der allerreichsten Menschen der Welt. In diesen zwei Banken befindet sich die Hälfte von dem... Das ist so krass. Das ist absolut kranke. Leute, ich habe vor kurzem auf dem Garnelite-Kanal eine Challenge gebracht. Die nennt sich die Garnelite-Challenge. Es haben Leute schon meine Zeit überboten. Ich will jetzt gar nicht viel zu viel verraten, was da genau ist. Aber ich verlinke euch mal dieses Video einfach in der Beschreibung. Geht mal einfach da drauf. Und lasst alle mal diese Challenge machen und gucken, wer der Heftigste ist. Ich werde mich nochmal, wenn wir zurück sind aus Zürich, einmal in den Playlist setzen und versuchen, die Zeiten zu schlagen. Vor allem die von Anton. Anton hat mich um eine Sekunde besiegt. Deswegen, es geht nicht. Kann nicht sein. Man merkt halt wirklich, Leute, das ist die Stadt der Reichen einfach. Das ist, glaube ich, einer der teuersten Orte der ganzen Welt. Und das merkt man wirklich. Ich kaufe mir vorhin was zu essen. So einen Teller beim Chinesen, nicht groß, ganz normale Portion. 30 Franken, das sind circa so auch 30 Euro ungefähr. Das ist schon echt heftig. Also hier lebt man einen teuren Lifestyle. Da brauchst du echt richtig Geld, um hier, sag ich mal, dauerhaft zu leben, weil das ist extrem teuer hier. Aber so, um einmal hier zu sein, ist es richtig schön. Gefällt mir richtig gut Zürich. Muss ich echt sagen, einer der besten Städte, in denen ich je war. Und ich war schon an vielen Orten. So Leute, wir sind jetzt wieder am See angekommen und es sieht so krass aus, gönnt euch mal. Ich glaube, für euch sieht das nicht so krass aus wie für mich gerade, aber es ist abnormal, wie heftig es hier gerade aussieht. Wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen und gehen jetzt noch was snacken und das war auch dann schon das Ende vom Vlog. Ich zeige euch noch mal kurz, was wir snacken, kurz Foodporn und so. Dann geht der Tag heute auch schon zu Ende. Wir wollten eigentlich heute nur noch rausgehen. Aber richtig krass, was wir gerade gelesen haben. Genau dort, wo ich gevloggt habe, Leute, in der Nähe vom Hauptbahnhof, ist so eine Schießerei gewesen, wo sich mehrere Leute verletzt haben. Wer das war und so, ist noch unklar. Aber auf jeden Fall war dort eine Schießerei. Wir wollten heute eigentlich noch rausgehen, vielleicht in eine Shisha-Bar oder so. Aber das Ganze brechen wir heute lieber ab, weil wir so schon echt Glück hatten, dass wir genau da weggefahren sind. Und eine halbe Stunde danach kam direkt der Bericht, dass dort eine Schießerei war. Also schon krass auf jeden Fall. Gott sei Dank ist niemand gestorben, sondern nur Verletzte. Jedoch werden wir jetzt einfach nur noch was essen und dann einfach nur im Hotelzimmer rumslicken. Alter, ich bin gerade nur auf Snapchat. Ich schreibe mit voll vielen von euch auf Snapchat. Ihr könnt mir übrigens gerne auf Snapchat folgen. Ich bin da mega aktiv wieder zur Zeit. Ich blende es euch einmal hier kurz ein und wir sehen uns gleich beim Snacken. Ich habe vergessen, gerade das Essen zu filmen, Leute, weil ich so hype war auf das Essen. Gerade sind auch noch ein paar Abonnenten unten vor die Tür gekommen. Schöne Grüße an euch, falls ihr dieses Video hier seht. Und ja, das war's hier vom Vlog. Schaut natürlich bei Anton vorbei, falls ihr das nicht bereits schon tut. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt. Und morgen sind wir nochmal unterwegs, machen noch einen Vlog für Anton. Wir slicken jetzt noch hier ein bisschen rum. Also Leute, haut rein, bis dann.